Eine Festplatte in mehrere Partitionen zu unterteilen kann zum Beispiel Sinn machen, wenn man auf einer Partition eine Sicherheitskopie der anderen Partition abspeichern möchte. Blöd nur, wenn irgendwann der Speicherplatz nicht mehr ausreicht und man die beiden Partitionen doch lieber zusammenführen wollen würde. Glücklicherweise bietet Windows eine Onboard-Möglichkeit, mit der das ganz einfach umsetzbar ist. Zunächst bekommst du in dieser PC eine Übersicht über alle Festplattenpartitionen. Um aus diesen zweien eine zu machen, suche in der PC-Suche nach Partition und wähle Festplattenpartitionen erstellen und formatieren aus. Es öffnet sich nun die Datenträgerverwaltung. Hier musst du zunächst eine Partition entfernen. Mache dafür einen Rechtsklick auf diese und wähle Volume entfernen aus. Bedenke, dass dabei alle Daten auf dieser Partition verloren gehen. Diejenigen auf der anderen Partition bleiben jedoch erhalten. Sichere daher unbedingt vorher deine Daten. Nach dem Löschen erhältst du ein frei zuordbares Volumen. Um es an die erste Partition zu binden, mache nun erneut einen Rechtsklick auf diese und wähle Volume erweitern aus. Es öffnet sich ein Assistent, durch welchen du dich mit Weiter klickst, ohne die Einstellungen zu verändern. Nach Abschluss und Bestätigen wurden beide Volumen nun zusammengeführt und in der dieser PC-Übersicht wird dir nun eine einzige größere Festplatte angezeigt. Und so einfach kann man Festplattenpartitionen wieder zusammenführen. Erfahre mehr auf der Website zum Kanal tutorialcenter.tv, Link auch unten in der Videobeschreibung oder auch in der Windows-Playlist hier auf YouTube. Vielen Dank fürs Zusehen und jetzt viel Spaß mit den nun wieder kombinierten Festplattenpartitionen.